Kinderszenen. Antonín Dvořák wurde am 8. September 1841 in einem kleinen böhmischen Dorf von nur 400 Einwohnern an der Moldau geboren. Die Dvořáks, deren Nachname auf Deutsch übrigens Hofmann heißt, übten dort seit Generationen das Metzgerhandwerk aus. So auch Antonins Vater František, der obendrein noch eine Gastwirtschaft betrieb. Aber vom Glück begünstigt war er dabei nicht immer. Im Juli 1842 zum Beispiel brannte das Wirtshaus ab und es dauerte Monate, bis der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte. Eine entsetzlich lange Zeit, in der natürlich auch die Einnahmen ausblieben. Und 5 Jahre später sollte Františeks Pachtvertrag nicht mehr verlängert werden. Doch ließ er sich nicht entmutigen, niemals, sondern kämpfte für sein Recht und das Überleben der Familie. Genau dieses Ethos wurde auch für Antonín verbindlich. Mache mehr, als von dir verlangt wird. Auf diesen Nenner hat er es später einmal gebracht. Antonín war das älteste Kind der Familie. 8 weitere Geschwister sollten ihm noch folgen. Zu Hause bei den Dvořáks ging es allerdings nicht nur um die Wurst oder um böhmische Knödel. Es wurde dort auch rege musiziert, jedoch weniger das, was man heute klassische Musik nennt, sondern eher Volksmusik und Tanzmusik, wie sie eben in Wirtshäusern zur Unterhaltung geboten wurde. František Dvořák spielte die Zither, ein Onkel Antonins war ein guter Geiger, ein anderer war Trompeter und auch Antonín selbst durfte sich schon als Schulbub auf der Geige versuchen. Obwohl er äußerst begabt war, dachten seine Eltern nicht im Traum daran, dass er die Musik zu seinem Beruf machen könnte. Ein Dvořák war nun einmal für das Metzgerhandwerk bestimmt. Fiedeln konnte der Junge ja noch abends oder am Sonntag. Also schickten die Dvořáks ihren Ältesten, als er 12 Jahre alt war und die Dorfschule abgeschlossen hatte, in die nächstgelegene Kleinstadt nach Slonice, damit er auf einer Fortbildungsschule vernünftig Deutsch lernen sollte. Denn das war im Habsburger Kronland Böhmen die Voraussetzung, um einen Metzgereibetrieb führen zu können. Parallel dazu, so hatten es die Eltern geplant, sollte Antonín eine Metzgerlehre absolvieren. Ob er das aber wirklich tat, das wissen wir nicht. Darüber streitet die Forschung bis heute. Es gibt zwar einen Gesellenbrief für Antonín Dvořák, aber wahrscheinlich ist er gefälscht. Fest steht dagegen, dass sich Antonín in Slonice immer intensiver der Musik gewidmet hat, dass er in der örtlichen Kapelle mitspielte und erste kleine Tänze komponierte. Nur mit dem Deutschlernen klappte es nicht ganz so wie gewünscht, weshalb Antonín 1856 nach Böhmisch Kamnitz geschickt wurde, wo der Unterricht ausschließlich in deutscher Sprache stattfand. Dort traf er auf einen Musiklehrer, auf Franz Hanke, der Antonín auch im Orgelspiel unterrichtete und von seiner Begabung überzeugt war. Hanke gelang es, Dvořáks Eltern von ihren Metzgerträumen für den Sohn abzubringen. Mit der Perspektive, dass Antonín als Organist in den Kirchendienst treten würde, mochte sich das strenggläubige Paar am Ende anfreunden. Und so kam es, dass der 16-jährige Dvořák auf dem Leiterwagen eines Bauern nach Prag fuhr, um seine Musikerlaufbahn zu beginnen. Ein Bahnticket konnte er sich nicht leisten. 2 Jahre studierte Antonín an der Prager Orgelschule. Es war eine Zeit der Entbehrungen. Er wohnte bei einem Verwandten, einem Schneidermeister, aber dort gab es nicht einmal ein Klavier, auf dem er üben konnte. Von den Eltern erhielt er 8 Gulden monatlich, allenfalls ein Taschengeld. Wenn Antonín ein Konzert hören wollte, dann schlich er sich heimlich mit aufs Podium und versteckte sich hinter den großen Kesselpauken. Immerhin erlebte er auf diese Weise Franz Liszt, der in Prag seine Klavierkonzerte und einige Tondichtungen vorstellte. Und er bekam erstmals Beethovens 9. Sinfonie zu hören, die einen gewaltigen Eindruck auf ihn machte. Über Wasser hielt sich Antonín, weil er als Bratscher in einem kleinen Privatorchester anheuerte und Tanzmusik spielte. Und so ging es noch lange weiter, auch nach dem Abschluss seines Studiums. Denn Dvořák fand partout keine Festanstellung als Organist. Stattdessen musste er Klavierunterricht geben und durfte schließlich bei Opernaufführungen im Orchester des neu gegründeten Prager Interimstheaters mitspielen. Auskömmlich war das nicht. Dass er auch komponierte, davon nahm die Öffentlichkeit überhaupt nicht Kenntnis. Bis sich Mitte der 1870er Jahre die große Wende in seinem Leben ereignete und er ein Künstlerstipendium vom Wiener Unterrichtsministerium erhielt.
Mit einem Mal hatte er auch wichtige Fürsprecher gewonnen, den Kritiker Eduard Hanslick und den Komponisten Johannes Brahms, der ihm sogar einen Verleger vermittelte. Und so wurde am Ende doch noch alles gut.